Hallo und herzlich willkommen auf Kitebilder, dem YouTube-Kanal von Drachenfliegern für Drachenflieger. Testberichte von Drachen beleuchten in aller Regel die neuesten Kreationen auf dem Drachenmarkt. Und richtig, auch an dieser Stelle soll es um einen Drachen gehen, der unlängst über den großen Teich nach Europa gesegelt ist. Doch halt, so richtig neu sieht dieser Windvogel gar nicht aus. Vielmehr ist es ein guter alter Bekannter in einem bekannten Design, aber eben von einem anderen Hersteller auf den Markt gebracht. Ein Retro-Drachen quasi. Der Drachen, um den es an dieser Stelle geht, stammt von niemandem geringerem als George Peters und wurde bereits 1992 entwickelt. Aus der Form des Deltas heraus entwickelte George eine Serie von Vogeldrachen, die er Skybirds taufte. Diese sehr stabil fliegenden Kreationen zeichneten sich durch das aufwendige Streifendesign aus, das es in dieser Form bis dahin noch nicht an einem Drachen gegeben hat. Die amerikanische Drachenschmiede Into the Wind nimmt sich nun dieser wunderschönen Drachenform neu an und bringt den Peterschen Drachen als Cloudbird neu auf den Markt. In Deutschland wird dieser Drachen unter anderem von Spider-Kites angeboten, wobei der Drachenfreund aus drei Designvarianten wählen kann. Kahuma, Ahi und der hier gezeigte Maui. Ausgeliefert wird der Cloudbird in einer recht stabilen, optisch ansprechenden Tasche, die ebenfalls in diesem Streifendesign gefertigt wurde. Der Inhalt der Transporttasche besteht aus einer sauber zusammengelegten Drachen, einer Drachenleine ist jedoch im Lieferumfang nicht enthalten. Der Kielstab ist, dem Transportmast zuliebe, zweigeteilt ausgeführt. Die Seitenstäbe des Schwanzes und der Flügel können ebenfalls aus ihrer Tasche entfernt werden. Auffällig sind die beiden kurzen Spreizstäbe am Ende des Schwanzes, die diesen ordentlich in Form bringen. Der Breitstab ist ebenfalls zweigeteilt und wird an den Flügeln in einer Aufnahme von O-Ringen gesteckt. In Form gehalten wird dieses Konstrukt mit, man höre und staune, PE-Schlauch. Eigentlich sieht man dieses Material ja gar nicht mehr in modernen Einlinerbau. Doch hier ist es nochmals zum Einsatz gekommen. Warum auch nicht? Hat es sich doch über Jahre hinweg bewährt und was ein echter Retro-Drachen sein möchte, dem stehen solche Elemente aus den 90er-Jahren auch heute noch richtig gut. Bei den Stäben kommt übrigens eine Mischung aus Glas und Kohlefaser zum Einsatz. Das Segel besteht, wie eingangs schon erwähnt, aus recht vielen einzelnen farblich getrennten Paneelen. Diese einzelnen Paneele wurden sehr sorgfältig zusammengesetzt und vernäht. So ist deutlich zu sehen, dass jede einzelne Naht zuvor mit Doppelklebeband fixiert wurde, bevor die Paneele mit einfachem Dreifach-Zickzack vernäht wurden. Gut gefällt, dass Kett und Schuss weitestgehend beachtet wurde. Wichtige Stellen wurden mit Dacron versehen, wobei auch hier wieder deutlich wird, dass die gesamte Konstruktion aus den 90ern stammt. Den Stabtaschen komplett aus Dacron werden heute eigentlich nicht mehr gefertigt. Alles in allem macht der Cloudbird von Spider-Kites in der Baubewertung eine richtig gute Figur. Der Drachen ist hervorragend gefertigt, Fehler konnten nicht entdeckt werden und alle Nähte wurden sauber gefertigt. Auf der Drachenwiese angekommen ist der Cloudbird schnell und problemlos aufgebaut. Möchte man ihn komplett in der Tasche transportieren, muss der Mittelstab geteilt und der restliche Drachen nach einem bestimmten Muster gefaltet werden. Ist es nicht so schlimm, wenn der Drachen ein wenig aus dem Transportköcher herausguckt, dann kann man ihn einfach zusammenfalten und in die Tüte stecken. Dies hat den Vorteil, dass auf der Wiese nur noch der Spreizstab eingesteckt werden muss und dem Flugvergnügen steht nichts mehr im Wege. Bei den einzelnen Testflügen herrschten Windbedingungen zwischen 4 und 9 Meter die Sekunde. Geflogen wurde der Cloudbird im unteren Windbereich mit einer 40 Kilo Schnur, im oberen Windbereich mit einer 70 Kilo Schnur. Probleme bereitet der Drachen bei keinen Windverhältnissen. Einfach aus der Hand gestartet, nahm er willig Höhe an, aufdrehende Böen pendelt er bis zu einem gewissen Umfang selbstständig aus. Wobei der Cloudbeak starke Böen im oberen Windbereich nicht so sehr mag. Was er aber auch nicht soll, schließlich ist die Grundkonstruktion die eines Deltas. Wunderschön ist übrigens das Farbspiel, das diese aufwendig gestaltete Segel am Himmel bietet. Hier wird der Cloudbird zu einem echten Hingucker, der den Betrachter ein und das andere Mal in seinen Bann schlägt. Einziger Wermutstropfen bei einem ansonsten Top-Drachen, das Geräusch. Zugegeben, ich ringe mit mir selbst. Einerseits ist das ein Top-Drachen, super verarbeitet, leichtes Handling und ein Traum von einem Anblick. Wäre da nicht dieses nervende Geräusch, das den Drachenfreund unsanft aus seinen Tagträumen auf den Boden der Tatsachen zurückholt? Jawohl, der Cloudbird stammt aus den 90ern und jawohl, vor 25 Jahren wurde auf die Geräuschkulisse wenig geachtet. Und so brummt die Schleppkante des Retro-Birds munter vor sich hin und zeigt überdeutlich, wie viel Wind gerade herrscht.
Aber deswegen nun einen traumhaften Drachen verteufeln? Nein, ich entscheide mich einfach dafür, das Brummen zu ignorieren, lass den Drachen eben noch ein bisschen höher und genieße einfach dieses zeitlos schöne Design.